Hallo, wir sind wieder von zu abnehmen. Ute und Nicole. Und wir wollten euch heute mal über die, unserer Meinung nach, 7 größten Fehler erzählen, die man machen kann, wenn man versucht, mit Weight Watchers abzunehmen. Wir kennen uns ja ziemlich gut aus, weil ich glaube, wir haben sie alle schon mal gemacht. Ja, werdet euch auch da drin wiederfinden, vermute ja, ich. Ja. Wir haben es uns auch ein bisschen notiert, deswegen Kupferfeld als wir nach unten. Und zwar, was ich jetzt schon mit dem ProPoint-System für einen großen Fehler halte, ist, wenn die Leute sagen, oh, ich will keine Sattmacher machen. Weil, mit dem Smartpoint-System. Ja, aber auch schon mit dem ProPoint war es auch schon so. Mhm. Also ist jetzt egal, mit dem letzten oder auch mit dem aktuellen System. Weil die Sattmacher, ich finde, die machen einen mal wieder zwischendurch zufrieden. Ja, klar, man soll theoretisch immer satt sein, aber ihr kennt das, wenn man seine Points einhält. Man ist vielleicht satt, aber man ist nicht immer so richtig zufriedengestellt. Man weiß, heute darf ich jetzt nur noch einen Apfel essen und dann macht das schon so ein bisschen Panik. Und da ist es ganz gut, wenn man abends weiß, okay, ich habe mir jetzt eine Suppe gekocht, wenn ich noch Hunger kriege, dann darf ich davon noch essen oder ich darf noch ein Roggenbrot essen mit etwas Schinken oder so. Das allein nimmt schon so ein bisschen den Stress, oder? Ja, also es ist gar nicht, dass man es dann tut, sondern die Gewissheit, dass man es tun könnte. Und deswegen machen wir etwa so ein- bis zweimal in der Woche einen Sattmachertag. Da kommen wir auch gleich zum Punkt Nummer 2, den man einen Fehler machen kann. Wir wiegen auch an den Sattmachertagen ab, um so ein bisschen die Kontrolle zu behalten. Ja. Weil man verliert ja gern die Kontrolle oder hat die Kontrolle verloren, sonst hätte man ja nicht das Problem, dass man zu dick ist. Und dann ist es vielleicht ganz gut, man weiß, wo liege ich in etwa, besonders am Anfang. Wenn man das System sich ein bisschen eingespielt hat, dann kann man vielleicht mit der Zeit eher darauf verzichten. Aber wiegt am Anfang auch bei Sattmachertagen ab und schreibt euch das ein bisschen auf und nehmt einfach die Points nicht so genau. Wir zum Beispiel haben ja jetzt 30 Points bei den neuen Smart Points und ich würde sagen, wenn ich jetzt einen Sattmachertag mache und ich bin bei 35 Points, dann würde ich das mal okay finden. Aber das passiert eigentlich so gut. Nein, das passiert gar nicht. Irgendwie passiert das gar nicht. Es ist einfach der Gedanke, man könnte, wenn es nötig wäre, nicht wenn man will, sondern wenn es nötig wäre. Und das hilft schon. Also ich habe, ich habe es jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig gehabt. Aber ich weiß noch, ich habe ganz früher oft bei den Sattmachertagen mit den ProPoints noch, das waren ja dann immer, da hatte ich, was haben wir, 26 hatten wir da. Mhm. Und ich hatte an Sattmachertagen eher Mühe, das dann zusammenzubekommen. Ja, weil man mit diesen speziellen Lebensmitteln, die man an den Tagen ja nur essen darf, die haben ja eine relativ wenig Points und dann hat man schon Mühe, oder nicht gerade Mühe, aber man kommt ganz gut zurecht mit diesen Lebensmitteln. Ja, genau. Was man auch in Sattmachertagen noch falsch machen kann, es gibt ja Lebensmittel, die man nicht berechnen muss in kleinen Mengen, wie zum Beispiel ein Esslöffel saure Sahne oder ein Esslöffel Mehl oder ein Teelöffel Soßenbinder oder so. Ja. Ein Teelöffel Mehl ist es. Ja. Davon würde ich auch abraten, zu viele an einem Tag zu essen. Aber nicht nur an Sattmachertagen. Immer, ja, immer. Aber an Sattmachertagen muss man sie ja dann auch nicht berechnen. Ja. Und dann muss man da auch ein bisschen die Kontrolle drüber behalten. Also Kontrolle ist das große Stichwort. Ja, also mit dem Abwägen, ich finde es besonders wichtig bei den Kohlenhydrate-Lebensmitteln wie Nudeln, Reis und Kartoffeln. Brot und so Sachen. Ja, beim Brot ist für mich gar nicht so ein Problem bei dem Roggenbrot, weil das stopft ja so dermaßen, da kann man eh nicht so viel essen eigentlich. Aber bei Nudeln ist die Versuchung einfach jetzt doch mal viel mehr zu essen. Ja, jeder hat so vielleicht seine Lieblinge, ne? Genau. Der nächste große Fehler generell ist, nicht aufzuschreiben und es nicht so genau zu nehmen. Mhm. Weil wenn das einreißt, dass man es nicht mehr alles aufschreibt, erstmal man vergisst es. Man vergisst es, dass man noch einen Cappuccino getrunken hat oder man vergisst, dass man dies oder das noch hatte. Und dann denkt man, sich selbst. Ja, genau. Dann denkt man immer, oder man redet sich einmal, jetzt seine Points angehalten, hat es aber nicht und wundert sich, dass es nicht funktioniert. Also das mit dem Aufschreiben, das ist, ich weiß, es ist manchmal total ätzend, aber es ist einfach so wichtig. Ein weiterer Punkt ist, der gilt sehr stark an Sattmachertagen, aber eigentlich an jedem Tag, ist die Fit-Formel einzuhalten. Weil meistens, wenn man noch Hunger hat, hat man sein Gemüse nicht gegessen, sein Obst nicht gegessen. Wenn die Abnahme stockt, hat man vielleicht sein Kalzium nicht gegessen oder vielleicht auch mal den fettigen Fisch, den man essen soll, einmal in der Woche. Weil das einfach
den ganzen Betrieb, den ganzen Stoffwechsel am Laufen hält. Und das macht Gemüse zu essen macht auch satt. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn es mit der Abnahme nicht klappt oder wenn man ständig Hunger hat. Was auch noch sehr wichtig ist, man sollte, wenn man anfängt abzunehmen, einfach nicht nur das Essverhalten ändern. Natürlich ist es das Wichtigste, das Essverhalten zu ändern. Aber wir haben es auch schon früher oft gesagt, es ist einfach wichtig, seine Umgebung so zu verändern, dass man glücklich und zufrieden ist. Und was einfach schrecklich oder katastrophal für die Abnahme ist, ist zu viel Stress. Ja, deswegen. Wer gestresst ist, kann im Grunde. Man muss sich vielleicht auch mal Hilfe holen, dass man vielleicht mal die Großmutter bittet, mal das Kind einen Nachmittag zu nehmen in der Woche, wenn man vielleicht ein kleines Kind hat, das ja sehr anstrengend sein kann. Oder man muss vielleicht auch mal einen Mann zu Rate ziehen, dass er vielleicht die größeren Kinder, wenn man sie hat, oder auch die Kleinen natürlich, mal vielleicht mit denen auf den Spielplatz geht. Einfach, dass man sich auch mal ein bisschen Freiraum schafft, dass man sich ein bisschen zurücknehmen kann und dass man auch, man muss einfach glücklicher werden. Und ich glaube, das ist unser letzter Punkt. Ein großer Fehler ist, so zu essen, als wäre die Diät irgendwann vorbei. Denn mit dem Abnehmen und dem Gewicht halten ist es so, es gibt sehr viele Programme, die sehr gut funktionieren, auch sowas wie Low Carb funktioniert wahrscheinlich gut und keine Ahnung, die Kartoffel-Eier-Diät, die wird auch gut funktionieren, eben immer so lange man sie macht. Mhm. Weight Watchers ist darauf ausgelegt, dass man es ein Leben lang machen kann, weil es ist nichts verboten. Man kann mal ein Stück Kuchen essen, man muss es halt einkalkulieren. Es soll eben keine Diät sein, sondern eine Ernährungsumstellung und wenn man seine Ernährung umgestellt hat und sich auch wohl damit fühlt, dann sollte man auch dabei bleiben. Klar, man fällt immer mal wieder in alte Gewohnheiten zurück. Das ist wie bei einem Raucher auch, der immer mal wieder gern sich in die Nähe eines Rauchers begibt und da ein bisschen mit inhaliert. So begeben wir uns auch gern mal in die Nähe einer Torte. Und da bleibt es nicht beim Inhalieren. Ja, wahrscheinlich. Aber das gehört zum Leben einfach dazu. Es ist einfach. Ja, am Ende ist es doch ein Kampf, den man vielleicht ein Leben lang führt. Und ich weiß, dass da draußen ganz viele Leute sind, die auch, die auch sagen, ja, ich war vor 10 Jahren schon mal bei Weight Watchers. Und der Punkt ist, dass man da immer wieder drin zurückkehrt, weil es eigentlich funktioniert, weil man nur oft irgendwann aufhört, Points zu zählen oder irgendwann anfängt zu schludern. Das Schludern wird immer größer und irgendwann ist man nicht mehr im Programm und dann. Ich muss sagen, was ich mit Weight Watchers abnehme, das halte ich immer lange, auch wenn ich dann wieder aus dem Programm rausfalle. Aber letztendlich irgendwann kommt man halt auch wieder zurück auf mit zu viel und dann muss man sich wieder reinfinden. Und ja, das gehört einem. Wie gesagt, das ist das Leben, das gehört einfach dazu, dass man eben auch Fehler macht. Ja, vielleicht schreibst du uns mal noch einen Kommentar, was du für deinen größten Fehler bei Weight Watchers hältst, wenn du so einen hast. Ich könnte mir vorstellen, sehr viele von euch da draußen haben auch solche Erlebnisse. Und es gilt nicht nur die Fehler bei Weight Watchers, sondern vielleicht allgemein bei einer Ernährungsumstellung. Was sind die Fehler und was fällt euch besonders schwer? Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, wir kochen ja auch viel und es gibt viele Rezepte, dann schaut mal auf unserem Blog vorbei. Den Blog findet ihr verlinkt unter dem i und vielleicht auch mal in unsere Playlisten. Da könnt ihr euch alles Mögliche anschauen und ihr findet sicher auch etwas, das euch schmeckt. Wir haben jetzt auch ein Newsletter und die App haben wir auch schon länger. Wir haben ja schon, machen das Ganze ja schon seit ein paar Jahren jetzt und die ganzen alten Rezepte sind noch auf ProPoints. Die rechnen wir jetzt sukzessive um. Wenn ihr da immer benachrichtigt werden wollt, wenn es ein neues Rezept mit Smart Points gibt, dann Newsletter abonnieren, App installieren, dann bekommt ihr das mit. Infos dazu auf unserem Blog oder unter dem i. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.